Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Frische Teigwaren wie hausgemacht kommen Sie bei Coop unter den Marke Traiteur rüber. Es gibt es als Ravioli und als Tortelloni. Und je nachdem, wie Sie es lieber haben, mit Fleisch, Käse und Ricotta-Spinatfüllung. Jetzt haben unsere Spezialisten zwei neue Sorten und gerade noch verschiedene feine Soßen entwickelt. Wir sind immer schauen, wie die bei den Konsumentinnen ankommen. Entschuldigung, Sie probieren gerade die neue Traiteur-Tortelloni. Was sagen Sie dazu? Fantastisch. Al dente. Vor allem der rote Teig mit diesen Gemüsestückchen, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Und auch die Füllung, das brauchte ich selber nicht an. Und was halten Sie von der neuen Soße? Die Bolognese und Carbonara sind sehr gut. Aber für mich ist Nummer 1 das Beste. Wenn ich die selber machen müsste, ich glaube, ich habe den ganzen Tag dran. Für die Konsumentin ist Pesto-Sauce Nummer 1. Schauen Sie doch zusammen mit mir an, was Nummer 1 aus der Küche vom Restaurant Scala im Hotel Zürich, der Jackie Donatz, dazu meint. Grüezi miteinander. Heute Abend möchte ich Ihnen Tortelloni Rossi einer Pesto-Sauce mit frischem Basilikum, Pinienkern, Butter und Herdäpfelwürfel kochen. Wir schneiden die Sauce erwärmen. Wir schneiden die Herdäpfel in Würfel schneiden, weich kochen. Den Pinienkern im Anker rösten, dann beides der Soße beifügen und die Tortelloni Rossi al dente kochen, in die Soße rein, gut mischen und am Schluss mit einem schönen Basilikumzweigli garnieren. Einen guten miteinander! Der Jackie Donatz aus dem Restaurant Scala in Zürich mit den neuen Traiteur-Spezialitäten von Coop. Und weil das Angebot bei Coop so abwechslungsreich und vielseitig ist wie der Geschmack von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben wir gerade noch ein bisschen beim Essen, allerdings auf einer ganz anderen Linie. Was da gerade geerntet und geladen wird, ist der sogenannte Einschneidekabis, den man für die Sauerkrautherstellung braucht. Schon vor Jahrhunderten hat man Sauerkraut als gesundes und feines Nahrungsmittel geschätzt. Die Herstellung ist im Laufe der Zeit moderner geworden, haltbar gemacht wird das Kraut aber auch heute noch, durch die natürliche Milchsäuregärung, die sofort nach dem Einschneiden Salzen und Würzen einsetzt. Bei Coop können Sie das Naturprodukt, das voll im Trend von der gesunden und linienbewussten Küche liegt, den ganzen Winter durchkaufen. Zum Beispiel als Delikatess-Sauerkraut, als Reform-Sauerkraut, das hat dann weniger Salz und dafür mehr Gewürz und in den Coop-Metzgereien auch offen, zum Teil schon gekocht und garniert mit traditionellen Beilagen wie Schinkli, Speck und Wurst. Kennen Sie das neue Schweizer Schokigefühl? Richtig. Das heisst Arni Sprint, der feine Snack für süße Pause. Arni Sprint gibt es in den 4 besten Sorten Amande, Praline, Peanut und Blanc mit weißer Schoki und alle sind im super 3er Sparpack erhältlich. Midi le Menü heisst so viel wie ein komplettes Menü in wenigen Minuten fix fertig auf dem Tisch. Aber ohne Aufwand. Das ist mein Rangiermesser für die Brote. Das ist mein Lachsmesser. Das ist mein Gemüserüstmesser. Das ist mein Messer, um den Schigo auszubeineln. Und das ist mein Messer für Bœuf Stroganoff, Chicken Curry, Coco Vin, Truthahn mit Mörgeln oder Schnetzlets nach Jägerart. Mit dem mache ich nämlich die Schale auf von Midi Le Menu. Midi Le Menu von Coop. Jetzt neu, Sichuan, das chinesische Pilzgericht mit Reis. Midi Le Menu. Unheimlich schnell auf dem Tisch. Wie immer jetzt ein paar günstige Aktionsangebote. Der schöne Strauss Moosrosen gibt es bei Coop für nur 6,90 €. Und das Trio-Pack Goldstar Fischsticks kostet nur 9,80 €. 3 Beutel Midi-Rösti gibt es für nur 5,50 €. Außerdem offerieren wir Ihnen den Herrenpullover aus 80% Lambswool für ganze 35 Franken. Midi Le Menü, wir haben es vorher gesehen, ein komplettes Menü, unheimlich schnell und fix fertig auf dem Tisch. Schneller geht es nur noch, wenn Sie gerade im Coop-Restaurant gehen essen. Für weniger als 10 Franken, genau gesagt für 9,90 € statt 11,50 €, offerieren Ihnen Küchenchefe das Wochenende Kalbsrahmgulasch mit Eierspätzli, Babygarotte und Erbsli. Und mit dem Hinweis bin ich am Schluss vom Inforama. Es würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei wären. Unter anderem sehen Sie dann das Neueste aus der Arni Schoggi-Fabrik und ein weiteres Rezept von Jackie Donatz, einem Küchenchef aus dem Restaurant Scala in Zürich.